Ja, normalerweise ist das Burgtheater Wien sein Zuhause für Geld, Macht und Liebe. Da kommt er aber auch sehr, sehr gerne ins Fernsehen. Heute Abend ist er auf dem roten Sofa, Schauspieler Roland Koch. Guten Abend. Herzlich willkommen. Ist mir eine Ehre. Und Judith Strunk jetzt mit einem außergewöhnlichen Porträt. Wer steckt mit dir unter einer Decke? Niemand. Das habe ich nur gesagt, damit ich... Dann denk nochmal nach. Man könnte meinen, er sei ein Fiesling. Ehrlich? Ja, sogar so skrupellos, dass wir dafür sorgen können, dass es mit dem noch weiter bergab geht. Ich meine, bis unter die Erde. Geradezu erschreckend. Küss mich! Lass das! Warum denn nicht zärtlich? Warum sollte ich? Das muss Fassade sein. Was steckt denn bloß dahinter? Er will halt immer spielen. Roland Koch. Ja, und das Schöne ist, jetzt kennen wir sie auch schon so ein bisschen nackt. Ja, ganz kurz. Ja. Diese eine kleine Ausschnittsszene. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, so sieht also Autorität, so sieht Skrupellosigkeit aus. Wie sind Sie an die Rolle des Markus von Rheinberg gekommen? Das ist die Legende erzählt, dass man mich auf einem Fest gesehen hat und die Autoren sich gefragt haben, wie könnte dieser Hauptdarsteller aussehen? Und dann haben sie mich aus der Distanz plötzlich gesehen und gesagt, was ist das da für einer? Sowas müsste das sein. Und dass wir die Legende so gesehen haben, dass ich sozusagen in diese Rolle reingeschlüpft bin, ohne dass ich so viel dafür getan habe. Und ist das nun Legendenbildung oder ist da auch etwas Wahres bei dran? Das ist wahr. Ich finde das aber auch ausbaufähig, diese Legende. Man kann die sicher noch besser erzählen und langatmiger und großartiger mit vielen Pointen. Ich finde den Grund eigentlich sehr schön, dass man für sowas nicht kämpft, sondern dass einem sowas irgendwie geschenkt wird. Und sind die Produzenten denn auf Sie zugekommen, haben gesagt, guten Tag, wir möchten uns kurz vorstellen, wir drehen jetzt Geld macht Liebe für das Erste und wir suchen noch einen Fiesling für die Hauptrolle. Sie wären der Richtige für uns, oder? Nee, die haben das schon besser verpackt. Die haben gesagt, wir haben hier ein Angebot für Sie, es gibt eine Rolle, da dürfen Sie alles. Sie dürfen fies sein, charmant, Sie dürfen ein sehr netter Vater sein, Sie dürfen ein bisschen James Bond sein für Arme, Sie haben Action-Szenen, Sie fahren tolle Autos, Sie haben ganz, ganz bedeutende große Liebesszenen in diesem Format. Also eine riesen Spielwiese. Da hätte ich auch ja gesagt. Würde man doch sagen, das muss man sich doch näher anschauen, würde ich auch sagen. Heute Abend kann man sich das Ganze auch wieder ansehen. Geld macht Liebe im Ersten. Dann spielen Sie aber natürlich auch noch im Burgtheater Wien, jetzt am Freitag, Amphitryon. Da steht eine Premiere, am Samstag eine Premiere ins Haus. Mhm. Ist da so eine gewisse Angespanntheit in Ihnen schon drin? So kurz ja, das ist schon eine aufregende Situation. Jetzt werde ich springen dafür jemanden ein. Diese Inszenierung gibt es schon. Die hat der neue Intendant aus Zürich mitgenommen. Matthias Hartmann ist jetzt Burgtheaterdirektor seit dieser Spielzeit. Und diese Amphitryon-Geschichte hat man in Zürich schon gespielt. Und der Zeus-Vater, also der Göttervater Zeus, wird neu besetzt. Und das werde ich übernehmen. Hatte einige Proben, habe jetzt auch morgen wieder Proben, also nicht so viele. Aber das ist schon eine aufregende Sache, wenn man in sowas einsteigt. Auf der anderen Seite ist es auch spannend, dass man quasi diese 8 Wochen Vorlauf nicht hat, sondern wirklich springt. Jetzt mal rein, ohne lange zu überlegen und sich die Gedanken selber zu machen und versuchen, irgendwie eine Art von Werf daraus zu ziehen. Und der Zeus, das ist ja die gute Nachricht, kommt auch Mitte Oktober nach Norddeutschland. Genau, so ist es. Am 17. und 18. Oktober haben wir ein Gastspiel im Schauspielhaus Hamburg. Freue ich mich. Gucke ich mir an. Wenn wir noch dabei sein. Ja, Roland Koch, drauf schauen. Wir reden gleich weiter. Also aus dem Publikum als Zeus kann man das alles erkennen. Er ist Schauspieler am Burgtheater Wien, gehört zum festen Ensemble. Außerdem spielt er die Hauptrolle in der ARD-Serie Geld, Macht, Liebe. Roland Koch heute Abend auf dem roten Sofa. Bis 1982, da haben Sie noch was ganz anderes, oder vielleicht auch 83, ganz was anderes gemacht, nämlich Ethnologie und Psychologie studiert. Was wollten Sie eigentlich werden? Das ist das Tolle an diesen Studien ist, dass man sich das überhaupt nicht überlegen muss. Das sind ja das Tolle an diesen weichen Wissenschaften, dass man eigentlich kein Berufsbild haben muss, sondern im Prinzip 5, 6 Jahre eine Art von Freiraum besetzt und sich den Beruf dann erfindet nach einiger Zeit. Also diesen Beruf gab es in dem Sinne nicht. Ich wusste gar nicht genau, wo das hinführen soll. Ich hab mich so gesehen in Nicaragua oder in Ecuador irgendwo in der Feldforschung, also politisch sehr korrekt irgendwie.
wie 1982 waren wir da auch. Also ich hab gedacht, dass man vielleicht irgendwas in der dritten Welt macht. So. Mhm. Ja. Waren Sie doch so ein bisschen Außenseiter in Ihrer Familie? Sie haben auch viele Schwestern. Ja. Der einzige Sohn. Ja. Also ist man da so ein bisschen, ja, was hat die Familie für Hoffnung? Ja, mit fünf Schwestern ist man eher mittendrin. Also ich würde sagen, der Außenseiter ist man da nicht, sondern man ist sozusagen der Hahn im Korb. Man wird schon sehr gut behandelt und sehr gut behütet. Man ist eben noch der Solitär in diesem Verband. Ja. Und dann kamen die Unruhen in Zürich, die Studentenunruhen. Und wie sind Sie dadurch auf die Idee gekommen, ich möchte Schauspieler werden? Naja, die Frage stellte sich natürlich nach diesen Unruhen. Wir haben ja sind davon ausgegangen, dass wir diese Stadt im Sturm nehmen werden. Also, Sie waren also wirklich aktiv? Ja, wir waren aktiv. Oder? Dieses ethnologische Seminar hat damals diese ganzen Demonstrationen, diese ganzen politischen Verwerfungen auf Video gebannt, also dokumentiert. Und man ist davon ausgegangen, das ist eine Frage von 2 Monaten und dann ist diese Regierung gestürzt. Also ziemlich blauäugig. Das Polizeiaufgebot wurde immer größer und innerhalb von vielleicht einem halben Jahr ist das im Keim erstickt. Die Frage stellte sich dann, was machen wir jetzt mit diesen politischen gescheiterten Ambitionen, die da so gegärt haben? Wechselt man das Lager? Wird man Jurist oder Mediziner? Also wird man dann Angehörige des Establishments? Genau. Also wie hieß es früher? Ganz früher hieß es, also wechselt man zu den Schweinen. Ja, so. Oder bleibt man irgendwie sauber auf der linken Seite so? Und da hat sich bei mir irgendwie nichts mehr gerührt. Also ich wusste nicht, wie das weitergehen soll. Also Medizin studieren, das war damals kein Thema. Und deswegen habe ich eine Nische gesucht, wo ich irgendwie überleben kann mit meinen Begabungen und bin dann abgehauen nach Paris. Habe überlegt, Schriftsteller zu werden. Habe mir auch eine Olivetti gekauft. Eine Schreibmaschine? Ja, alles richtig gemacht in dem Sinne. Habe aber da nicht viel drauf geschrieben. Einen Satz habe ich geschrieben, der wird heute noch zitiert und der hieß: Es regnete nicht, Punkt, es goss. Diesen Satz, den habe ich in diese Olivetti getippt und habe gedacht, eine Weile lang, das reicht. Das ist eigentlich ein sehr guter Anfang. Es kam dann nichts mehr dazu. Und in Paris aber dann hat sich's ergeben, dass ich dann auf diese Lecoq-Schule mich eingeschrieben habe für diese Schauspielerei. Da habe ich halt gemerkt, dass es das nicht ist. Also Pantomime hat mich nie interessiert, auch da nicht. Ja. Und das ging so in so eine Richtung. Da hat mir jemand den Tipp gegeben, versuch's einfach mal auf eine Schauspielschule. Und habe das dann gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen auf dieser Schauspielschule. Bin zu dieser Prüfung hingegangen und habe da tatsächlich auch die Leute in Rage gebracht, weil ich nicht wusste, was die von mir wollen. Und die dachten, entweder der zieht uns auf oder irgendwie da stimmt was nicht. Mit aber ein Talent muss ja offensichtlich vorhanden gewesen sein. Ne? Es war also, was da. Irgendeiner von den Lehrern hat dann gesagt, wissen Sie was, wir haben das Gefühl, Sie haben keine Ahnung, worum es geht. Wir geben Ihnen eine Aufgabe, Sie kommen in 2 Wochen mit dieser Aufgabe wieder und dann sehen wir weiter. Aber heute kommen wir nicht weiter mit Ihnen. Irgendwie so können wir gar nichts erkennen. Und entweder Sie provozieren uns oder da ist was und da war dann was. Immerhin, bis zum Burgschauspieler in Wien gemacht. Das darf man nicht vergessen. Ne? Immerhin. Und außerdem, ja, ich sag mal, so viel mehr geht nicht. Haben Sie eigentlich schon mal irgendwie einen Seeräuber gespielt? Nee, aber das ist natürlich ein Traum. Ja, pass mal auf, dann haben wir mal kleine Anregungen für diesen Traum.